Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe hier einen Gast heute im Studio. Er ist Fitnesscoach, Callboy und Reality-TV-Star. Bei der letzten Staffel von der Bachelorette hat er für gute Unterhaltung und noch bessere Einschaltquoten gesorgt. Und ich habe vernommen, dass er heute ganz exklusiv hier im Talk Neuigkeiten teilen möchte. Dazu aber ein bisschen später im Talk. Jetzt freue ich mich zuerst mal, dass er bei mir ist. Herzlich willkommen, Dino. Danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auch. Ich habe es ein bisschen erzählt, du bist öfters mal im Fernsehen gewesen. Mhm. Wann bist du eigentlich das allererste Mal im Fernsehen gewesen? Ich glaube, das erste Mal bei Gesundheit, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, mal ein kurzes Interview. Mhm. Ich glaube, vielleicht 14 oder 15 gesehen. Aber sonst so wirklich im Fernsehen bei First Dates auf Fox. Ja. Das ist im März abgedreht worden und dann im September live gegangen. Danach bist du dann auch noch zu der Bachelorette. Mhm. Ist das die Karriere als Reality-TV-Star? Ist das etwas, wo du gedacht hast, du, ich glaube, da könnte ich noch reinpassen, das möchte ich eigentlich mal professionell als Karriere verfolgen? Oder bist du da reingerutscht, bist angefragt worden, hat dich ein Kollege angemeldet? Wie ist das gekommen? Also bei mir ist es immer so gesehen, dass die Leute aus meinem Stream immer gesagt haben, Dino, du gehörst einfach ins Entertainment-Business, du gehörst ins Fernsehen. Und dann hat mir der Kollege eines Tages einfach so den Link geschickt für das Bachelorette-Casting. Die witzige Geschichte ist eben, dass ich das alles gemacht habe, nichts gehört habe. Ein halbes Jahr später bekomme ich einen Anruf, Dino, wir sind von 3+, hättest du Interesse? Und ich so, hä? Was ist passiert? Und ich so, ja, das Casting ist schon zu gesehen. Wir haben deine Bewerbung behalten und dann direkt bei der neuen Staffel angelegt. Mhm. Jetzt bei der Bachelorette, man kennt das Format, mhm, und man weiss auch, die ersten 1, 2, 3 Folgen sind immer ähnlich aufgebaut. Mhm. Man weiss, es gibt jedes Mal ein Drama und Zimmerverteilung. Man weiss es. Ja. Jetzt bei dieser Staffel bist auch du da im Fokus gestanden bei der Zimmerverteilung, bist du mit dem Marcel aneinander geraten. Ist das Zufall gewesen oder hast du auch ein gewusst, natürlich, wenn man bei so einem Format mitmacht, da muss ich den Fokus drauf legen. Das wäre schon gut, wenn ich da ein bisschen Drama mache. Ich sag mal so, was die Leute an mir schätzen, ist, dass ich eher, also ich bin zurückhaltend oder gechillt als Typ, mhm, aber wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder wenn jemand meint, da irgendwie andere Leute zu dissen ohne Grund oder halt sich zum Checker von Mekka aufzuspielen, dann mache ich meine Fresse auf und ja, dass wir zwei dann aneinander geraten sind, hat glaube ich keiner gewundert. Ja, der Marcel ist ein spezieller Charakter. Mhm. Du bist ja auch Coach. Mhm. Was würdest du denn an Marcel raten, wie das auch ein bisschen entspannter kann sein? Was würdest du an Marcel raten, wenn der zu dir kommt und sagen, du, ich habe ein Aggressionsproblem? Kannst du direkt in die Kamera an Marcel sagen? Marcel, Schritt 1, don't skip leg day. Das sind 50% von deinem Körper. Und ja, keiner will so bei haben. Okay, das wird helfen. Ja. Und der nächste war, keine Ahnung, gang jetzt Muay Thai oder so, gang jetzt Thai boxen und box einfach mal ein bisschen, lass die Aggressionen raus. Ich meine, die stauen sich bei dir immer wieder auf. Und ja, das war so mein Rutschlag. Okay, sehr gut. Jetzt bei den Dreharbeiten von der Bachelorette, wir sehen ja dann immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Mhm. Was hat hinter den Kulissen dich vielleicht überrascht? Was ist anders gewesen, wie du erwartet hast, bevor du an Set gekommen bist? Also ich hätte erst mal nicht gedacht, dass die Nacht von der Rose so lang geht. Mhm. Es ist halt einfach so die Bedingungen dort, oder? Es sind 40 Grad, du bist im Anzug. Es ist teilweise so recht spät geworden mit der Arbeit, oder ein Sturm zieht auf und dann musst du es verschieben. Mhm. Also es ist deutlich anstrengender, als ich gedacht hätte. Aber die haben Bachelorette tatsächlich beim Aussteigen zuerst mal gesehen oder ist da vorher schon mal ein Leak gewesen? Nein, also im Team ist wirklich extrem wichtig gewesen, dass beim Aussteigen, dass es wirklich real ist, ja, dass die Reaktion real ist. Wir haben sie dort wirklich zum ersten Mal gesehen. Du bist ja mit einem kleinen Geheimnis gestartet, in die Staffel von der Bachelorette. Du hast das Geheimnis mitgebracht, dass du ein Callboy bist. Mhm. Und das ist dann irgendwann natürlich auch der Grund gewesen, warum du keine Rose bekommen hast. Mhm. Ist dir das in deinem echten Leben auch schon mal passiert, dass du eine Frau toll gefunden hast und gedacht hast, jetzt sollte ich mal mit der Wahrheit rauskommen und dann an dem gescheitert ist? Ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also mir hat auch extrem überrascht, es sind teilweise sogar Frauen, die mir vorher zum Beispiel auf Instagram mit einer geschrieben haben, wo auch wirklich das totale Gegenteil sind. Also die sind irgendwie nur ein Freund, wenn ich über Date kein anderer Mann, auch wirklich mega religiös. Und ich habe denen dann auch geschrieben, ey, Luke, wenn du mich jetzt nicht mehr treffen willst, würde ich das vollkommen verstehen. Die so, nein, wieso denn? Du bist wenigstens offen und ehrlich, stoßt dazu. Also es klingt komisch. Natürlich, gewisse Frauen nehmen den Abstand, aber ich sag mal so, normalerweise wissen sie das von Anfang an, wenn sie mich daten.
Jetzt haben wir es gerade vom Thema Callboy. Mhm. Und ich finde, für das könntest du eigentlich mal etwas anderes anziehen. ich probiere jetzt mal etwas aus. Mal schauen, wie schnell das geht oder funktioniert. Ich probiere es mal. So schnell kann das gehen. So schnell wäre ich auch gerne fertig. Und ich finde, das ist jetzt auch ein würdiges Outfit, um mal noch auf deine Neuigkeiten einzugehen. Ich weiss es selber auch noch nicht, was du mir jetzt erzählst. Also, was für Neuigkeiten hast du für uns? Neuigkeit ist, dass ich offiziell als Callboy zurücktritt. Oh, und das in diesem Outfit? Okay, wie kommt's? Ja. Es ist einfach so, ich bin ein Mensch, ich tue immer abwägen, ist es ein Vorteil, Nachteil, was überwiegt. Und ich muss einfach sagen, Nachteil überwiegen. Weil ich bin halt jemand, wie ich ja gesagt habe, ich nehme Kundinnen selten an. Ich habe ehrlich gesagt auch seit etwa fast 3 Monaten gar keinen Auftrag mehr angenommen. Ich reise halt sehr viel. Und ehrlich gesagt, auch was Sponsorings angeht oder vielleicht Firmen, die nicht damit in Verbindung gebracht werden, sehe ich es als eher unvorteilhaft und deswegen trete ich zurück. Okay. Du hast noch eine letzte Frau angenommen oder hast du eine letzte Frau noch angenommen und sagst so, mit der höre ich auf, das ist ein würdiger Abschluss? Also wenn du es bist, dann sage ich ja. Ich bin vergärt, tut mir leid. Okay, ja, ja, aber verständlich natürlich jetzt auch mit deiner Reality-TV-Karriere und dem ganzen Influencer-Marketing, das du machst. Ja. Trotz allem, du hast gesagt, du lernst auch viele Frauen ab. Also vielleicht auch für die Personen und Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht wissen, ein Callboy trifft sich mit Frauen für Geld und du begleitest sie an Events, aber auch ins Schlafzimmer. Genau. Du lernst aber auch viele Frauen ab. Jetzt angenommen, die Bachelorette hat dich angefragt, zu einem Zeitpunkt, wo du sie noch nicht kennt hast, vielleicht vor ein paar Jahren. Hast du sie angenommen? Safe. Ja. Safe. Was schreibst du den Frauen, die du nicht annimmst? Wie formulierst du das, dass du das nicht möchtest? Boah, das ist etwas, in dem bin ich so schlecht, allgemein. Ich verletze halt Frauen ungern. Ich möchte auch irgendwie ihren Stolz nicht verletzen. Das stimmt meistens so, dass ich dann irgendwie sage, dass ich halt nicht available bin oder verreise für eine Zeit oder so. Da bin ich ganz ehrlich. Also alle Frauen, die bisher die Nachricht von Dina bekommen haben, wissen jetzt, es ist ein Lie. Ja gut, aber man probiert das ja diplomatisch zu verpacken, ich verstehe. Es ist aus einem guten Grund. Ja. Hat der Job als Callboy deine Sicht auf Beziehung, Dating und Frauen verändert? Ja, also ehrlich gesagt, die Frauen, die ich dort kennengelernt habe, das ist so toll. Also das sind Frauen, die teilweise wirklich 20 Jahre in einer toxischen Beziehung sind. Und wenn man dann Sachen hört, wie Dino, du hast mir gezeigt, dass Sex etwas Schönes sein kann oder solche Sachen. Mhm. Oder ich bin ehrlich gesagt mehr Therapeut in so Session-Stylies als ein Callboy. Ich nenne es immer Freund auf Zeit. Und also ich habe so tolle Erfahrungen gemacht. Und ja, es hat meine Sichtweise auf sehr viele Sachen verändert. Du teilst ja auch sehr viel über Social Media. Du bist sehr oft live, entweder bei TikTok oder auch bei Instagram. Genau. Du hast sehr viele Fragen einfach frei Schnauze beantworten. Ja. Gibt es da auch Fragen, die gerade im Bereich Callboy-Thematik reingehen, wo du einfach zu weit gehen, wo du denkst, okay, ich bin zwar offen und ich beantworte viel, aber da ist jetzt drüber? Ehrlich gesagt, ich beantworte alles. Also der einzige Grund, wieso ich etwas nicht beantworte, ist, weil ich vertraglich davon, also es einfach nicht machen darf, weil ich sonst einen Vertragsbruch begehe. Tue. Aber sonst, das sage ich den Leuten auch immer, deswegen finde ich es so witzig, wenn der Marcel sagt, Dino ist fake, wo ich mir denke, ich bin der realest Motherfucker in hier. Ich beantworte alles. Also auch peinliche Sachen, Sachen, wo andere Männer denken, nie verraten würden. Ich bin real. Was ist das Peinlichste, was jemals beim Sex passiert ist? Puh, ich würde sagen, keinen aufbekommen. Okay. Weil ich habe so viel Alkohol gehabt. Und dann ist es also wirklich, ich bin so tot gewesen. Ich habe ehrlich gesagt auch versucht, die Frau vorher abzuwimmeln. Weil ich es irgendwie im Gespür gehabt, so irgendwie, nein, Dino, heute wird nicht laufen. Aber ich sag mal so, nach einem guten Schlaf am Morgen, dann ist es wieder gegangen. Wann bist du das letzte Mal verliebt gewesen? Boah. Ich sag mal so, ich verliebe mich extrem schwer. Mhm. Und ich sag, das ist jetzt schon über 2,5 Jahre her, wo ich es gesehen bin. Und ich habe eine Frau getroffen, die mir es ein bisschen angetan hat. Dazu werdet ihr vielleicht auch bald mal in einer Show oder so mal was.
Okay. Du hast mir auch erzählt, dass du natürlich jetzt das Bachelorette nicht dein letztes Format war, sondern dass da noch Sachen kommen, ziemlich viel sogar. Wo kann man dich denn das nächste Mal sehen? Ich weiss, du darfst noch nicht über Format reden, wo du teilgenommen hast. Das ist vertraglich so abgemacht. Genau. Volles Verständnis dafür. Aber wo kann man dich als nächstes sehen? Und vielleicht kannst du ja sagen, ob es in den Bergen stattfindet oder am Strand. Irgendeine Information droppen. Also ein Tipp ist schon einmal, es ist Sommer. So viel zur Location, wo man sich denken könnte. Also ein Projekt habe ich jetzt schon abgedreht. Das nächste steht auch schon vor der Tür. Also ich sag mal so, wir sollten jetzt noch öfter sehen. Es macht mir extrem Spass. Die Produktion ist extrem zufrieden mit mir. Und es sind eher Formate, die halt eher im deutschen Bereich sind. Also die Schweiz ist für mich eher ein zu kleiner Markt. Da bin ich ganz ehrlich, ich fokussiere mich auf Deutschland. Dino, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf alle die Formate, die du noch wirst sehen wirst. Ich freue mich sehr, dass du bei mir heute im Tag bist und vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch.